Moin Moin und ein herzliches Willkommen bei FinanzKroko. Heute geht es um mein langfristiges Investmentdepot, welches ich schon seit vielen Jahren bei der Comdirect führe, aber auch einen Teil bei der Onvista Bank. So, ähm, was hat sich jetzt innerhalb der letzten 30 Tage in meinem Depot geändert? Ähm, nicht viel, sondern einfach nur ja das ähm, das Verhältnis oder zumindest sagen wir mal die Gewichtung der einzelnen Positionen im Depot. Ich wollte euch wieder einmal meine Top 15 Werte aufzeigen. Das werde ich jetzt äh, vermutlich monatlich einmal zeigen, weil ich dafür dazu immer sehr sehr viele Fragen bei Instagram bekomme und ähm, hier habe ich die Grafik heute vorbereitet wir sehen äh, rechts von mir ähm, das kleine kleines bild das ist das depotverhältnis oder die depotgewichtung vom ähm, märz 2020 und äh, jetzt das, das große bild da sehen wir mein aktuelles depot vom ähm, 30. april oder zu oder sogar vom 2. mai wo ich es äh, aktualisiert hatte genau ja, also es hat sich geändert. Man sieht das Gesamtdepot im März. Das waren noch meine Top-15-Werte, haben 48% ausgemacht. Also fast die Hälfte von meinen ganzen Positionen. Ich habe ja über 70 Positionen im Depot. Also man sieht auch sehr, sehr viele kleine Positionen, die vielleicht nur eine Gewichtung von 0,5% oder 1% darstellen. Und ähm, jetzt habe ich eine, meine Top 15 machen jetzt eine Gesamtgewichtung von nur noch 44% aus. Ähm, wie kommt das zustande? Zwei Sachen. Einmal sind, äh, dass einige dieser großen Werte ähm, vom Wert her zurückgefallen sind in den letzten Tagen, wie zum Beispiel eine Disney oder wie eine Shell, eine Gazprom, aber auch eine Unilever sind äh, in einem Kurs gefallen in den letzten äh, 30 Tagen. Und andererseits äh, habe ich in den letzten 30 Tagen, dazu habe ich auch ein Video ja auch gemacht, meine letzten Käufe. Und da äh, kannst du sehen, dass kein einziges dieser 15 Unternehmen äh, oder beziehungsweise sechs Unternehmen ich nachgekauft hatte in den letzten Monaten, äh, in den letzten 30 Tagen. Und deswegen natürlich auch andere Positionen, die etwas kleiner vorher waren, etwas mehr Gewichtung jetzt haben. Und die Großen jetzt, die dadurch natürlich eine kleinere Gewichtung haben. So, gehen wir mal diese Unternehmen durch. Was hat sich geändert? Bei Apple hat sich nicht viel geändert. Es ist immer noch meine größte Position mit 4,3% Gewichtung. Dann kommt Johnson Johnson. Die waren vorher auf Platz 3. Die sind jetzt auf Platz 2. Da hatte ich ja vor äh, zwei Monaten kräftig nachgekauft gehabt bei Johnson Johnson. Das Unternehmen halte ich für sehr, sehr solide aufgestellt. Die haben mehrere Teilbereiche und, ähm, sind im, äh, im Gesundheitswesen äh, unterwegs und deswegen hatte ich sie damals aufgestockt. So, ähm, in den letzten, sagen wir, mal, 40 Tagen hatte ich eher Striker und äh, danach aufgestockt, deswegen hat Johnson Johnson hier keine Aufstockung erhalten. So, aber die sind durch den Kurs, äh, ja, ähm, Beflügelung ein bisschen hochgegangen und deswegen sind die jetzt auf Platz 2. Von der Gewichtung her sind die ähnlich geblieben. So, dann auf Platz Nummer 3 jetzt auch neu Microsoft. Dann auf Platz 4 vom Platz 2 runtergerutscht ist Disney. Ich habe nein, ich habe keine Teile verkauft. Disney hat einfach äh, zu dem aktuellen Zeitpunkt wen ist weniger Wert als noch vor 30 Tagen bei mir. Und deswegen nur noch ein Depotanteil von 3,7%. Vorher waren es 4,3%. So, ähm, dann habe ich äh, als nächsten Titel, das ist 3M. Hier eine Gewichtung von 3,4%. Dann Proctor Gamble. Proctor Gamble habe ich ja schon, schon im letzten Video erwähnt. Das ist ein Unternehmen, was ich ähm, schon sehr, sehr lange habe. Ich habe das war einer meiner ersten Investments. Ich hatte damals, glaube ich, 50 oder 60 Euro pro Anteilsschein bezahlen dürfen. Äh, wo ich jetzt natürlich sehr, sehr glücklich bin. Es hat sich ja jetzt, ich glaube, die sind jetzt bei 100 Euro wert derzeit. Und ich habe damals auch kräftig zugelegt, bei, wie mein Sohn immer so schön nennt, bei der Pampas Aktie. Und seitdem, wie gesagt, schon seit Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange ich sie im Depot habe, meine erste Aktie, vielleicht vier, fünf Jahre, hatte ich, habe ich sie Procter Gamble. Davor hatte ich ja immer Aktien gehabt, die ich auch wieder da verkauft hatte. Und wie gesagt, seit vier Jahren oder beziehungsweise seit fünf Jahren mache ich ja ein Investment, wo ich wirklich kaufe und. So gut wie gar nicht mehr verkaufe, wie gesagt. Früher habe ich mal gekauft und wenn sie gestiegen sind, habe ich verkauft. Aber ähm, seit vier, fünf Jahren äh, mache ich nur noch Investment zum größten Teil mit diesen äh, Langfristdepot Und da ist Proton Gamble einer meiner ersten Aktien gewesen, die ich wirklich fürs Langfristdepot depot erworben hatte. Und äh, ich hatte sie, glaube ich, zwei, drei Mal gekauft in dem Jahr. Ich weiß gar 2016 war das vielleicht. Ähm, und seitdem habe ich sie nicht mehr nachgekauft. Die sind sehr, sehr gut äh, performt und haben mittlerweile eine, ja, eine Gewichtung von 3,1% in meinem Depot. Dann, ja, ähm, leider, leider, Shell ist äh, ja, äh, die drinne gekürzt. Leider, schade, haben jetzt auch einige YouTuber oder beziehungsweise Instagrammer eher gesagt, haben die auch jetzt verkauft. Ich halte mein Investment fest. Ich bin fest überzeugt, dass Shell in den nächsten Jahren einen äh, viel höheren Kurs äh, haben wird als jetzt und ich habe sie nicht nur äh, wegen der Dividendenrendite erworben, weil man muss dazu sagen, das war ja eigentlich schon im Dezember, Januar, ich glaube Dezember hat, haben sie ja schon angekündigt, das Management, dass es eventuell eine Dividendenkürzung geben könnte, Dem, demzufolge war ja eigentlich jedem klar, der jetzt in Shell investiert hat, dass es eine Dividendenkürzung kommen wird oder kommen könnte und äh, so ist es auch passiert, eine Dividendenkürzung ist äh, jetzt äh, herausgesprochen worden und ich finde es jetzt auch nicht so ganz tragisch, natürlich das Management, äh, es muss vielleicht nicht unbedingt eine Dividendenkürzung jetzt passieren. Ähm, ich bin vom Management natürlich jetzt nicht so sonderlich äh, überzeugt, aber vom Unternehmen bin ich trotzdem äh, fest überzeugt und äh, ich denke mal, das wird sich in den nächsten Jahren um einen Kurs nach oben geben, wenn der Ölpreis wieder extrem steigt. Und das denke ich mal in den nächsten zwei, drei Jahren werden wir andere Preise haben für den Öl als jetzt. Demzufolge, wie gesagt, äh, man wusste es eigentlich schon im Vorfeld. Dass es eine Drittlinkkürzung geben könnte. Deswegen habe ich hab da auch investiert mit dem Wissen und bin jetzt immer noch zufrieden mit Shell mit 4 bis 5 Prozent Erstmal vielleicht wird sie auch demnächst wieder erhöht. So, so viel zu Shell. Dann kommen wir zu Gazprom. Das ist ja auch einer meiner ähm, Lieblinge aus Russland. Ähm, da habe ich immer wieder nachgekauft in den letzten Monaten. In den letzten 30 Tagen natürlich nicht mehr, weil ich da schon sehr gut positioniert bin. Habe sie sehr, sehr günstig auch erhalten. Habe da die ADRs, aber auch die Originalaktien an der Moskauer Börse mir erworben. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Gazprom ist, finde ich, immer noch eine der günstigsten Dividendenaktien der Welt. Und ähm, die Ausschüttung könnte sich in den nächsten Jahren nochmal erhöhen und somit die Dividende auch. Das könnte man also noch mal richtig ordentlich fließen in den nächsten Jahren an Dividende von Gazprom. So, dann haben wir Unilever, ein defensiver Wert aus ja aus Niederlande, Großbritannien, dann Berkshire Hathaway. Von Warren Buffett haben wir mit 2,4% Gewichtung, das ist das einzige Unternehmen, was man ja auch hier rechts sehen kann, was vom Verhältnis her geblieben ist, also vom, von der Position meine ich, Entschuldigung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Position, so ist es auch hier bei mir geblieben. Dann haben wir IBM, hat sich von der Position etwas gebessert, ist jetzt äh, auf den 11. Platz. Dann PepsiCo hat sich auch etwas verbessert, von der Gewichtung etwas schwächer geworden, weil, wie gesagt, ich hatte einfach andere Unternehmen nachgekauft, etwas kleinere gewichtete Unternehmen, aber von der Performance her hat sich das natürlich, PepsiCo ähm, ist ein bisschen besser geworden und deswegen auch bei mir jetzt auf Platz 12. Dann ein neuer Wert in diesem äh, aktuellen äh, Depot. Zusammenführung ist jetzt Amazon. Amazon hatte ich ja schon vorher ja auch gehabt. Ich glaube, die standen damals äh, im, äh, im März, Ende März, Anfang April. Ich glaube auf Platz, äh, weiß ich gar nicht, 18, 19 oder 20. Ähm, ich habe da keine Teile dazu gekauft, ähm, sondern die sind einfach sehr, sehr gut gelaufen in den letzten äh, 30 Tagen. Äh, demzufolge sind sie jetzt bei mir auf Platz Nummer 1. 13, genau, mit Amazon mit neuer Werten dazugekommen, dann BSF und die Allianz als noch die letzten, als 15. und 14. mit, Proze mit einer Gewichtung von 2%, wir sehen, einer fehlt natürlich jetzt, wenn Amazon reingekommen ist, fehlt einer, Tencent, Tencent ist leider nur noch abgerutscht, ich habe vorhin noch nachgeguckt, auf Platz 19, also etwas weiter weg, hat es quasi mit Amazon einmal die Plätze getauscht, ähm, ja, das ist mein aktuelles Depot oder beziehungsweise meine Top 15 von meinem Langfristdepot Depot mit einem Gesamtwert oder Gesamtgewichtung von 44%. Wie ihr auch schon im anderen Video auch gehört habt, ich habe auch Unternehmen wie Chromecastle, ich habe auch Unternehmen, die Tencent, Activision Blizzard habe ich auch Unternehmen, aber die sind natürlich viel, viel kleiner gewichtet oder eine Visa habe ich natürlich auch, eine Alphabet. Habe ich auch im Depot. So, aber das sind jetzt meine Top-Werte und die werden sich wahrscheinlich in den nächsten Monaten nur minimal ändern. Ich überlege jetzt äh, noch eventuell in Unilever zu investieren, vielleicht auch noch eine Berkshire nochmal nachzulegen, weil die sind jetzt natürlich eine Berkshire etwas zurückgekommen, vielleicht gibt es jetzt wieder eine Chance Berkshire nochmal ein bisschen weiter zu gewichten und vielleicht auch eine Unilever. Das sind die beiden Unternehmen aus jetzt auf meiner Top 15, die derzeit ich auf meiner Liste habe für einen Nachkauf. Ja, ähm dann würde ich sagen, was das für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich natürlich über Daumen hoch freuen. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt und ihr solche Videos nicht verpassen wollt, dann einfach abonnieren. Glocke nicht vergessen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Über Kommentare natürlich auch, über ähm, was habt ihr für Unternehmen im Depot. Was hattet ihr von meinen Top 15? Was hattet ihr von der Gewichtung, dass ich meine Top 15 fast zu 50% gewichte? Ähm, einfach mal in die Kommentare, würde mich freuen, wenn wir darüber einfach mal ein bisschen schreiben können. Ja, ansonsten, wie gesagt, bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.